DJ Bobo, der Schweizer Popstar, ist eine der Ikonen der Eurodance-Bewegung der 90er Jahre. Wer erinnert sich nicht an so Gassenhauer wie Freedom oder There's a Party? Tja, die Zeiten des Eurodance sind leider vorbei und die 90er auch. Aber nicht für den Offenbacher Giuseppe. Er ist ein DJ Bobo Ultra. Und er ist der Mann, der hinter den kuriosen Stickern steckt, die an Straßenlaternen und Häuserwänden in Frankfurt und vielen anderen deutschen Großstädten kleben. Vor einigen Monaten hatte Giuseppe uns erzählt, dass ihn vor allem DJ Bobos Haltung und sein Optimismus so begeistern. Logisch, dass es sein größter Wunsch ist, DJ Bobo einmal persönlich zu treffen. Ja, und dieser Wunsch ist heute wahr geworden. Denn nach unserem Artikel über Giuseppe hat sich DJ Bobo bei uns gemeldet und wollte ihn kennenlernen. Diese Aktion hat er ja überhaupt nicht darauf abgezielt. Es war immer, alle haben gesagt, das wäre total lustig, wenn. Und dieses Wenn tritt jetzt gleich ein. Ich schwitze mir gerade einen ab. Ja, ich bin wirklich nervös. Hallo. Hey. Servus. Hallo, DJ Bobo. Mit René, hallo. Hi, freu mich. Giuseppe, grüß dich. Hallo, Giuseppe. Freut mich. Schön, dich zu treffen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe letztes Jahr in Frankfurt vors Konzert gestellt und habe die Dinger verteilt. Also? Ich habe Freunde im Bühnenbau, die das dann erst abfotografiert haben, ja. Und dann ein Freund von mir geht mit DJ Bobo auf Tour, um da die Bühne auf- und abzubauen. Ja. Gib mal ein paar Sticker. Ich so, okay, ja, jetzt ist es eh vorbei. Jetzt. Und ja, so lief das dann halt. Lustig, ja. Echt schön. Ich bin am Überlegen, ob ich die verlosen kann, ob es geht. Wahrscheinlich nicht. Auf Social Media. Also, das sind die letzten. Die letzten? Ja. Oh mein Gott. Ja, das sind die letzten, weil die Aufkleber verdammt lustig sind und sie Giuseppe aus den Händen gerissen werden. Und DJ Bobo himself? Der hat auch noch eine weitere Theorie. Er hat natürlich noch einen zweiten Faktor getroffen, nämlich die 80er, den Look von diesen bekannten Filmplakaten. Das heißt, du hast zwei Fliegen mit einer Klappe gehabt. Du hast die unbeschwerten 90er mit dem Gesicht gehabt und die starke Marke eines 80er Filmbrands, sage ich mal, wo du sofort wusstest, das ist eine Collage. Und dann natürlich in Verbindung mit diesen die zwei Wörter. DJ Bobo steht für Leichtigkeit und Freude und dann Ultra. Das ist so das genaue Gegensatz. Das ist so dieses passt nicht zusammen. Und das war dann irgendwie, war die Mischung wahrscheinlich so, so ungewohnt, dass man sofort darüber geschmunzelt hat. Die Leute fanden das dann alle wahrscheinlich sympathisch, weil dieser Mix sehr außergewöhnlich war. Also wenn du in der Marketingabteilung drauf losgehetzt hättest, wäre niemand auf so eine Idee gekommen. Also, alles Gute. Herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Wir sehen uns beim Konzert. Am 25. Mai in Frankfurt. Ich freue mich. Gut, super. Tschüss. Ciao, ciao, mach's gut. Also das war aber richtig cool. Ich bin immer noch total geflasht. So wie er sich also immer gibt bei den Interviews und so weiter, so ist er jetzt eben auch rübergekommen. Also ganz geerdeter, normaler, echter Typ. Ich bleib ein DJ Bobo Ultra. Hallo liebe FNP-Leser, hier ist DJ Bobo. Wir sehen uns 2019 am 25. Mai in der Festhalle Frankfurt zu unserer Tour Kaleido Luna.